Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, vierfach Map 1.5 ohne Gräben. Ja, ich musste gerade mal hier mein Spiel neu starten, weil es unspielbar geworden ist. Ich hatte auf einmal hier, es war nur noch am Ruckeln. Ich weiß nicht, woran es lag, aber jetzt läuft es wieder. So, der ist da, sehr schön. Ich bereite meine... den wollte ich noch waschen. Ich bereite meine Maisernte vor, muss ich ja sagen. So, der hier, das ist mein Strohsammler. Alles schön. Und den wollte ich haben. Auch zurück zum Hof mit dem. So, die Joskin-Trailer habe ich jetzt beschlossen. Die kommen... einer bleibt erstmal am Hof. So für Tiere füttern. Und einer geht hoch zur Holzindustrie. Und wir kaufen uns gleich noch ein Glas Kargos. Dann habe ich nämlich eine Ernteflotte, wo ich dann 4 Glas Kargos habe. Das soll dann wohl reichen. Denke ich. Oder nicht? Oh. Ja. Ja, inzwischen ist ja Ostersonntagnachmittag. Das heißt, ihr solltet alle von der Osterfeuerfeierei inzwischen wieder auferstanden sein. Und habt ihr gefeiert? Habt ihr nicht gefeiert? Feiert man bei euch Osterfeuer auf dem Samstag? Ich weiß, dass es auch Regionen gibt, wo man es nicht samstags feiert. Bei uns wird Ostersamstag großes Osterfeuer gemacht. Und ja, wie ist das bei euch? Wann gibt's das bei euch? Guckt euch das an hier, die beiden Joskin. Tanken, super, geht. Ja, ist wieder laut, aber es nützt nichts. Die müssen auch mal sauber hier. Schön waschi waschi machen mal wieder hier. Das ist doch cool. Schön sauber machen. Dann kannst du nämlich hoch zum... Super, ne? Weil ich habe ja eigentlich die Reinigungskur eingestellt, die mir alle... Ich glaube, alle 2 Tage nachts um Mitternacht meine Fahrzeuge wäscht. Das kann ich, müsste ich eigentlich mal beobachten. Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet. Also bräuchte ich eigentlich gar nicht selber waschen. Aber ich will die jetzt auch nicht hier so dreckig vergammelt rumstehen lassen. Kann ich dann irgendwie auch nicht.
Das kann ich dann auch nicht. So, ich muss mich überhaupt mal mit dem GPS-Plugin wieder auseinandersetzen. Weil ich will ja hier vorne gleich mal endlich meine Halle soweit fertig machen. Wobei, den stelle ich gleich mal direkt hier hinten hin, weil der soll ja für die Schweine sein, also für Schweinefutter und so weiter. Und dann kann ich den eigentlich direkt hier stehen lassen. So. Und er hier fährt jetzt mal zum Händler. Und dann machen wir jetzt hier nämlich erstmal Ordnung auf dem Hof, bevor wir gleich mit der Maisernte anfangen. Du kannst warten. Nein, ich kaufe noch keinen Häcksler. Ich kaufe was ganz anderes. Ja, möchte ich kaufen. So. Mal gucken, ob das was taucht. Leute, ich muss jetzt gleich mal mit einem GPS-Plugin arbeiten. Das habe ich 1000 Jahre nicht mehr gemacht. Gefühlte 1000 Jahre nicht mehr. Aber ich habe mir da ja... Ich hoffe, dass es hier drauf steht. Drive Control GPS. Naja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Arbeitsbreite automatisch. So. Wie sage ich ihm, dass er automatisch lenken soll? Lenkradmodus, so. Aktiv und jetzt lasse ich mal. Ich probiere jetzt erstmal aus, ohne was zu machen. Ja. Schön. Macht er. So, rückwärts fahren auch. Super. Bodentyp. Robert, geflücht, gesät, gesät breit, Grasfeld, Asphalt, Beton. Ja, ne? Beton. Gras entfernen.
Ja. Walze senken. So. Jetzt wollen wir mal schauen, was das macht. Ja, jetzt betoniere ich mal eben hier das Feld 20. So. Muss natürlich dann auch aktiv sein, das GPS, ist klar. Warum mache ich das? Ich möchte hier eine Halle bauen. Eine große Halle für meine großen Gespanne. Ich weiß auch nicht, wie breit ich dafür das hier machen muss, aber ist jetzt ein bisschen Arbeit, das zu machen. Und ist vielleicht auch blöd, das Feld 20 zu löschen. Aber ich werde es ja nicht ganz löschen, aber ich werde es dann nicht mehr großartig für andere Sachen brauchen. Das weiß ich wohl. Vielleicht auch ein bisschen viel, was ich hier mache, aber ihr wisst ja, viel hilft viel. Ja, so kann das sein. Aber ich habe nachher habe ich dann hier wirklich einen schönen Platz, wo ich eine schöne Halle hinstellen kann.
wo ich dann auch schön lange Gespanne und alles abstellen kann, was irgendwie blöd zu rangieren ist. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like, einen Kommentar, abonniert mich oder was auch immer, folgt mir bei Facebook, besucht meine Homepage friesenjung13.de und ja, in diesem Sinne sage ich dann schon mal erstmal ciao.